Lockerungen wann und wie? Experten empfehlen der Bundesregierung, Schulen erstmal nur für die Jüngeren zu öffnen und eine Maskenpflicht in Bus und Bahn. Zurück zur Arbeit. Für Berufstätige aus Industrie- und Baubranche lockert Spanien die strikte Ausgangssperre. Und tritt auf die Förderbremse. Das Ölkartell OPEC und seine Partner drosseln die Rohölproduktion wie nie zuvor, um den Preissturz zu stoppen. Die Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen zum Nachrichtenüberblick an diesem Ostermontag. Wann können wir zurück zu einem einigermaßen normalen Leben? Dazu haben Professoren aus den verschiedensten Bereichen Empfehlungen erarbeitet. Ihr Rat an die Politik, grob zusammengefasst, baldmöglichst Schulen bis Klasse 9 oder 10 wieder öffnen, zudem Behörden, kleinere Geschäfte und Gastronomie. Das gehe aber nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Neuinfektionen müssen auf niedrigem Niveau bleiben. Kliniken müssen genug Reservekapazitäten haben und auch andere Patienten wieder regulär versorgen können. Und Schutz- und Hygieneregeln müssen weiter diszipliniert eingehalten werden. David Sauer berichtet. Die Krise nachhaltig überwinden. Es ist ein hehres Ziel, für das die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, Empfehlungen gibt. Das älteste Wissenschaftlergremium im Land sitzt in Halle. Kapazitäten aus ganz Deutschland für Recht, Wirtschaft, Bildung und Medizin zeichnen auf 19 Seiten Strategien zur Rückkehr in die Normalität. Zunächst in Schulen. Schrittweise soll der Unterricht von Grundschule bis Klasse 9 oder 10 so bald wie möglich starten, mit entsprechendem Schutz. Ganz behutsam dort, wo die Schülerinnen und Schüler auch wirklich entsprechend der räumlichen Gegebenheiten einer jeden Schule die Masken tragen können, dass man kleine Klassenverbände macht und dass eben dort, wie zum Beispiel in Kitas, wo die Kinder die Abstände noch nicht halten können oder bei den jüngsten Schülern, ganz zum Schluss erst hochfährt. Lockerungen also ja, aber mit ständiger Kontrolle. Wie entwickeln sich die Infektionszahlen und wie ist es um die Disziplin der Bevölkerung bestellt? Mehr und gezieltere Tests sollen diese Fragen beantworten helfen. Klare Empfehlung der Experten außerdem, der sogenannte Mund-Nasen-Schutz, vor allem in Bussen und Bahnen. Man kann da auch ein bisschen von unseren Nachbarn in Asien lernen. Ich denke, der Mund-Nasen-Schutz, das muss einfach ein sozialer Standard werden über Monate. Schon bald könnten nach Leopoldina-Empfehlungen auch Gastronomie, Einzelhandel und Behörden schrittweise wieder öffnen. Da könnte, wann auch immer, das muss die Politik entscheiden, das ist ganz wichtig, jetzt langsam, denke ich, in der Zeit irgendwann nach Ostern auch wieder hochgefahren werden. Die Experten haben ihre Empfehlungen abgegeben. Das Ohr der Politik ist ihnen sicher. Die Bundeskanzlerin hat bereits angekündigt, das Papier zur Grundlage der deutschen Exit-Strategie zu machen. Für die Psyche sei es wichtig, das betonen die Experten außerdem, einen realistischen Zeitplan vermittelt zu bekommen, wie lange der Weg zurück zur Normalität noch dauert. Am Mittwoch wird die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten beraten. Aber schon jetzt ist die Diskussion voll im Gange, wie es nach dem 19. April weitergeht. Elisabeth Schmidt berichtet. Ostern als Stresstest. Mindestens 1,5 Meter Abstand beim Eisschlecken oder Sonnenbaden, wie hier am Steinhuder Meer bei Hannover. Überall in Deutschland schaute die Polizei ganz genau hin. Die Bilanz: verhältnismäßig wenig Verstöße und viel Verständnis für die Kontaktbeschränkungen. Solange das notwendig ist, finde ich das völlig in Ordnung und ich denke, Gesundheit geht davor. Eine leichte Lockerung wäre bestimmt ganz gut. Ich denke, das muss ja bald mal weitergehen mit dem Geldverdienen. Verwaiste Cafés und Geschäfte, aber auch leere Klassenzimmer und Kindergärten. Seit fast 4 Wochen geht das so. Bildung ist ein ganz wichtiges Grundrecht und wenn die Hygienemaßnahmen erfüllt werden können und die Voraussetzungen, wie zum Beispiel 15 Kinder pro Klasse, dann ist es richtig, dass Schulen schrittweise geöffnet werden. Auch darüber will die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch sprechen. Wir werden jetzt möglichst eine enge Abstimmung zwischen Bund und Ländern suchen, weil viele Entscheidungen liegen in den Händen der Länder. Aber ich finde es richtig und wichtig, dass wir jetzt, weil die Komplexität von Schulöffnungen, glaube ich, die größte ist, die wir haben, dass wir uns jetzt auf den Weg machen und da einen Weg finden. Streit in den Ländern ist allerdings programmiert. Während einige, Nordrhein-Westfalen etwa, auf zügige Lösungen dringen, mahnen andere:
dass wir immer wieder schauen, welche Auswirkungen gibt es auf die Infektionsfälle, dass wir womöglich an der einen oder anderen Stelle in den nächsten Monaten auch immer wieder Maßnahmen zurücknehmen müssen, Lockerungen zurücknehmen müssen. Wie zurück zur Normalität? Es bleibt die vage Hoffnung in den Ländern, dass sie diese Frage gut miteinander koordinieren wollen, dass sie die gemeinsam auch antreiben und vorangehen wollen. Und da gehe ich davon aus, dass wir auch zu einheitlichen Regelungen kommen können. Ostern 2020 hat gezeigt, die meisten sind immer noch bereit, sich an Corona-Regeln zu halten. Shakuntala Banerjee in Berlin, da stehen für uns alle wichtige Entscheidungen an diese Woche. Was ist zu erwarten? Also zunächst einmal eine Diskussion darüber, ob und wie man mit weniger einschneidenden Maßnahmen trotzdem verlässlich eine Ausbreitung des Virus weiter ausbremsen kann. Die Experten haben da ja ihre Vorschläge gemacht, die haben wir eben auch schon teilweise gehört. Sie haben aber auch ganz klar gemacht, die Entscheidung darüber, die Abwägung, die da getroffen werden muss, die müssen von der Politik kommen. Und da steht eben doch einiges an. Wenn man sich jetzt ein bisschen umhört, was wir von Politikern in den letzten Tagen gehört haben, dann stehen die Chancen wohl am größten beim Einzelhandel und bei der Gastronomie. Das ist da ein bisschen mehr Freiraum unter Vorgaben geben wird. Da lässt sich wahrscheinlich auch am ehesten eine deutschlandweite Regelung finden. Sehr viel schwieriger dürfte es bei Schulen und Kindertagesstätten werden. Da kann es möglicherweise am Ende auch darauf hinauslaufen, dass wir in Bundesländern unterschiedliche Regelungen finden. Die Experten sagen in ihren Studien auch, man muss eben im Zweifelsfall auch schauen, ob man regional oder lokal entscheidet, wenn sich das Virus wieder schneller ausbreitet, wie man verfährt. Also sehr komplexe Fragen, die da diskutiert werden müssen. Am Mittwoch setzen sich zunächst das Corona-Kabinett und danach die Ministerpräsidenten mit Angela Merkel zusammen, werden das diskutieren. Es muss ein Fahrplan her, das sagen die Experten auch, und klare Ansagen, damit Bürgerinnen und Bürger das Ganze mittragen. Diese Einschätzung von Shakuntala Banerjee aus Berlin. Vielen Dank dafür. Wenn Sie noch mal genau nachlesen möchten, was die Professorinnen und Professoren der Bundesregierung raten, das ganze Papier finden Sie bei uns in der ZDF-Heute-App. Außerdem die Vorschläge der Experten zusammengefasst in gesellschaftliche und wirtschaftliche Empfehlungen. Und auch heute gab es aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland. Stand 18:30 sind bei uns laut Johns Hopkins Universität etwa 128.000 Infektionen durch Tests bestätigt. Als genesen gelten 64.300 Menschen. 3.022 starben in Verbindung mit dem Virus. Die Ausbreitung verlangsamt sich weiter. Anfang März hatte sich die Zahl der Erkrankten noch alle 2 Tage verdoppelt. Nun sind es über 20 Tage. In Europa hat mittlerweile Spanien die höchste Zahl der Corona-Infizierten. Fast 170.000 Fälle sind dort bestätigt. Es gelten harte Ausgangssperren, Sport und Spaziergänge bleiben auch weiter verboten. Aber seit heute dürfen Hunderttausende erstmals wieder zur Arbeit fahren, in den Regionen, in denen Ostermontag kein Feiertag ist. Wer mit Bus und Bahn fuhr, bekam von der Polizei Schutzmasken ausgeteilt. Mehr von Christel Haas. Alle, die heute Morgen mit Bus oder U-Bahn unterwegs waren, bekamen etwas geschenkt, das bislang Mangelware war, eine Maske. Das ist eine gute Maßnahme, um uns vor denen zu schützen, die Symptome haben. In den Regionen, in denen heute kein Feiertag ist, beginnt eine neue Phase. Der sogenannte Winterschlaf für Baustellen und Fabriken ist aufgehoben. Hunderttausende dürfen wieder zur Arbeit. Voraussetzung: Sicherheitsabstand, Masken und Handschuhe. Wir haben noch niemanden entlassen müssen. Wir versuchen, unsere Arbeit vollständig wieder aufzunehmen und so unsere Mitarbeiter zu behalten. Es geht darum, die Wirtschaft vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Der Regierungschef stellt aber klar, das ist nicht das Ende der Einschränkungen. Ich werde ganz deutlich sein. Wir beginnen jetzt nicht mit der Phase 2, der sogenannten Deeskalationsphase. Der Alarmzustand bleibt in Kraft, genauso wie die Ausgangssperre. Kein Spaziergang, kein Sport. Das zerrt an den Nerven, berichtet unsere Mitarbeiterin in Madrid. Seit 4 Wochen dürfen die Menschen nur für das Notwendigste auf die Straße. Auch Kinder müssen zu Hause bleiben. Für die Familien in ihren oft kleinen Wohnungen eine wirklich große Herausforderung. Ein bisschen Abwechslung bringt jeden Abend Feuerwehrmann Juan. Er hat eine Botschaft, die Mut machen soll. Denkt nicht an die Tage, die es noch dauert, steht da. Denkt an die Jahre, die noch vor uns liegen.
In Südafrika gibt es im Vergleich zu Europa relativ wenige bestätigte Corona-Infektionen noch. Denn die Sorge ist groß, dass sich das vor allem in den dicht bewohnten Townships schnell ändert. In der Enge und Armut dort sind die strengen Ausgangssperren kaum einzuhalten. Mit zum Teil erschreckender Brutalität überwachen Armee und Polizei die Auflagen. Aus Johannesburg berichtet Sandra Theiss. Es geschah an Karfreitag im Township Alexandra. Nomsa Moncha war mit ihrer Familie zu Hause, als plötzlich Soldaten kommen. Ihr Schwager will das Tor schließen und macht sich aus Sicht der Soldaten damit offenbar verdächtig. Erst hätten die Soldaten die Räume durchsucht, sagt sie, dann sei es zum Streit gekommen. Nomsa Moncha erzählt, dass die Soldaten ihren Schwager und ihren Mann Collins brutal verprügelten. Er starb wenige Stunden später. Er hat sich übergeben, aber nicht stark. Ich habe ihn sauber gemacht. Dann schlief er. Ich dachte, er müsse sich nur ausruhen, weil er so oft geschlagen wurde. Aber mein Mann ist nicht wieder aufgewacht. Auch sie wurde geschlagen, sagt Nomsa Moncha und zeigt ihre Verletzungen. Zeugen, die das Geschehen filmten, wurden von den Soldaten mitgenommen. Eine von ihnen spricht mit uns. Sie möchte unerkannt bleiben. Sie haben uns oft geschlagen. Dann haben sie uns aus ihrem Fahrzeug geworfen, nachdem sie alles auf unseren Handys gelöscht hatten. Es ist kein Einzelfall. Berichte über unnötige Gewalt bei der Durchsetzung der Ausgangssperre gibt es aus verschiedenen Teilen des Landes. Präsident Ramaphosa hat klar angeordnet, dass die Soldaten die Menschen mit Respekt behandeln sollen. Doch das ist augenscheinlich nicht der Fall. Immer wieder kommt es zu Fällen wie diesem, wo Soldaten exzessiv Gewalt anwenden. Und die Menschen sind ihr hilflos ausgesetzt. Nomsa Moncha möchte die Täter verklagen. Sie hofft auf Gerechtigkeit vor Gericht. Gerade in den armen Ländern der Welt wird Corona zu einer existenziellen Gefahr für Kinder, warnt das UNO-Hilfswerk UNICEF. Dabei gehe es nicht nur um die direkten gesundheitlichen Gefahren. Vielmehr drohe ein sozialer und wirtschaftlicher Flächenbrand, der die Not der Kinder verschärfe. UNICEF fordert schnelle, international koordinierte Hilfe, um eine Katastrophe für Millionen Kinder abzuwenden. Die Unsicherheiten und Ängste in dieser Krise sind immens. Niemand weiß genau, wie es weitergeht. Viele fürchten auch, sich angesteckt zu haben und spüren Symptome, wollen oder können aber nicht zum Arzt gehen. Telemedizin, also die ärztliche Beratung per Video, bietet Hilfe. Anna Warsberg. Ingrid Hempel hat seit langer Zeit chronische Schmerzen, geht deshalb normalerweise hier in Mannheim regelmäßig zum Arzt. Inzwischen fühlt sich die 59-Jährige aber sicherer, wenn sie die Videosprechstunde von Dr. Weiß nutzt. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten hat es natürlich auch den Vorteil noch, dass man keine Angst haben muss, sich irgendwo vielleicht zu infizieren. Angst, die haben in diesen Tagen besonders viele. Vor Corona, dem Alleinsein, der Ungewissheit. Diese diffuse Bedrohung durch etwas, wogegen wir nichts direkt machen können. Es steht nicht in unserer Macht. Wir fühlen uns wie ein Opfer. Und das triggert dann alte Ängste, vor allen Dingen bei den Menschen, die bereits in ihrer Vorgeschichte durch Angst geprägt worden sind. Dieser junge Mann hat Angst, dass er Corona haben könnte. Und diese Angst ist so stark geworden, dass sie körperliche Schmerzen ausgelöst hat, obwohl er nicht infiziert ist. Mich hat beunruhigt, dass dieses Coronavirus, das macht ja deine Atemwege krank. Und da ich auch durch diesen Druck in der Brust und durch diese ganze Panik, also durch diese Angst, dann auch die Atemnot bekommen habe, dachte ich, dass es was mit dem Coronavirus zu tun hat. Diese Menschen brauchen Hilfe. Dafür bieten jetzt immer mehr Ärzte und Therapeuten eine Videosprechstunde an. Wir hatten bis zum letzten Jahr eigentlich nur Einzelfälle, die das genutzt haben. Das hat bestimmte bürokratische Gründe, da war das noch sehr kompliziert. Und jetzt hat sich das vervielfacht. Die Nachfrage bei den Patienten ist natürlich hoch im Augenblick. Auch weil so viele mit der Einsamkeit nicht zurechtkommen, die Corona-Zeit mit sich bringt. Auch eine Folge der Corona-Krise, der Verkauf des insolventen Ferienfliegers Condor an den Eigentümer der polnischen Fluggesellschaft LOT ist geplatzt. LOT braucht wegen der Pandemie wahrscheinlich Selbsthilfe vom Staat. Condor wird momentan durch einen Überbrückungskredit der KfW in der Luft gehalten. Möglich, dass der Bund jetzt noch einmal nachschießen muss. Condor hat über 4.900 Mitarbeiter und war durch die Thomas Cook-Pleite in Schwierigkeiten geraten.
Die Luftfahrt, das ist eine der Branchen, die momentan kaum Öl verbrauchen. Die ganze vom Shutdown geplagte Industrie braucht weniger Energie. Die Folge, der Ölpreis ist kräftig abgesackt. Was den Verbraucher an der Tankstelle freut, ist ein Riesenproblem für die Erzeugerländer. Die haben sich nach einigem Hin und Her jetzt geeinigt, die weltweite Produktion zu kürzen um rund 10%. Tom Palloch hat die Details. Der Liter Diesel für 99 Cent. Wer gerade tankt oder sich mit Heizöl eindeckt, spart kräftig. Während der Corona-Krise ist die Nachfrage stark gesunken. Weil aber gleichzeitig immer mehr Öl auf den Markt gepumpt wurde, stürzten die Preise seit Jahresbeginn ab. Von rund 61 auf knapp 30 Euro. Um diesen Abstieg zu stoppen, will die OPEC mit Allianzpartnern wie Russland die Fördermenge von Mai bis Juni drastisch drosseln. Um 9,7 Millionen Barrel pro Tag, also rund 1,5 Milliarden Liter. Fast 10% der weltweiten Gesamtfördermenge. Ein historischer Schritt und wichtiges Signal. Weil sich damit auch die Länder, die auf Ölfördereinnahmen angewiesen sind, und die Unternehmen dadurch stabilisieren können. Und gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise ist jedes Zeichen der Stabilisierung ein gutes Zeichen. Doch Experten wissen auch, der Ölmarkt ist oft unvorhersehbar. Zwar stiegen die Preise kurzzeitig an, fielen aber danach wieder fast auf das Niveau vor der Einigung. Die Frage ist nun auch, ob derart niedrige Preise der Nutzung erneuerbarer Energien und dem Klimaschutz schaden könnten. Da müsste man jetzt auch gegensteuern, weil die Antwort muss heißen, weg von fossiler Energie, um sich auch unabhängig zu machen von derartigen möglichen Schocks. Die nächsten Wochen werden zeigen, in welche Richtung sich die Preisspirale dreht. Die Verunsicherung bleibt auch auf dem Ölmarkt groß. Schwere Stürme und Regen und Gewitter sind über den Süden der USA hinweggezogen. Mindestens 18 Menschen kamen dabei ums Leben. Tausende Häuser wurden komplett zerstört. Die Schäden sind immens. Von den insgesamt 10 betroffenen Bundesstaaten waren zeitweise mehr als 750.000 Menschen ohne Strom. Die Behörden warnen vor weiteren Unwettern. Und es gibt noch Neues vom Fußball. Zum einen feiert einer der ganz Großen, leider ohne Gäste, Geburtstag. Zum anderen gab bei Hertha BSC der Nachfolger von Jürgen Klinsmann seinen Einstand. Volker Grube hat mehr. Bruno Labbadia ist angekommen bei seinem Wunschverein, sagt er. Nach Klinsmanns Distanzierung von der Hertha muss auch Labbadia auf Abstand gehen, aber nur im übertragenen Sinn. 7 ausgewählte Pressevertreter bei seiner Vorstellung. Die Rettung vor der Zweitklassigkeit, sein Ziel. Wir müssen jetzt schon auf Knopfdruck versuchen, hochzufahren. Dazu müssen wir die Mannschaft auch ein Stück hinbringen, vorbereiten, antreiben, motivieren und ihnen einen klaren Plan mitgeben. Training in kleinen Gruppen, keine Zweikämpfe, aber wenigstens Spiel mit Ball. Und selbst auf Gehalt verzichtet Labbadia, bis es wieder richtig losgeht. In Weißrussland werden die Fans immer vernünftiger und bleiben zu Hause. Ein paar sind dennoch gekommen zum Heimspiel des Dynamo Brest. Und 50 liebevoll dekorierte Pappkameraden. Sein Konterfei kann sich der Fan aus aller Welt kaufen und im Stadion anbringen lassen. Das eingenommene Geld unterstützt das lokale medizinische Personal. Runde Geburtstage sind so eine Sache bei Ausgangssperre und Kontaktverbot. Rudi Völler wird 60 und feiert ausschließlich mit seiner Familie. Der heutige Geschäftsführer von Bayer Leverkusen gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Fußballern. Weltmeister 1990 als Spieler, als Teamchef im WM-Finale 2002. Und seit diesem Tag weiß jeder, das gibt nur ein Rudi Völler. Fehlt noch das Wetter. Morgen soll es noch mal kühl werden, aber nicht unfreundlich. Die Details hat gleich Gunter Tiersch. Marietta Slomka freut sich auf Sie im Heute-Journal um 21.50 Uhr. Und wir freuen uns über Ihren Zuspruch und Ihr großes Interesse. Danke dafür. Alles Gute Ihnen und bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss. Guten Abend, liebe Zuschauer. Stellen wir uns auf das kühle Wetter jetzt ein. Bis Mittwoch hält es an. Richtige Polarluft kommt da aus dem Norden über Skandinavien zu uns bis zu den Alpen. Dabei ist natürlich auch Nachtfrost jetzt in der Nacht. Und es sind auch hier und da in den nächsten Stunden noch ein paar Schneeschauer dabei. Also vor allen Dingen in den Mittelgebirgen hier und da anfangs noch Schneeschauer. Südlich der Donau gibt es in dieser Nacht Schnee und Regen. Meist klart es aber auf und dann wird es frostig verbreitet. Gibt es Frost bis minus 4 Grad, nur hier an der Nordsee und am Rhein entlang.
bleibt es überwiegend frostfrei. Und morgen haben wir einen kühlen Tag vor uns. Das sind dann meist so zwischen 6 und 10 Grad, nur am Rhein etwa 11 bis 14. Es wird ein trockener Tag werden, mit dichteren Wolken von der Nordsee bis zum Erzgebirge und Ostbayern. Sonnig ist es an der Ostsee, aber auch hier im Südwesten zwischen Bonn, München und Freiburg. In den nächsten Tagen wird es dann auch wieder überall sonnig werden. Es wird wärmer. Freitag gibt es dann schon wieder Regen im Süden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und machen Sie es gut.